ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit für ein leckeres Rezept und ich wollte jetzt ein All-in-One-Gericht machen in unserer großen Ofenhexe. Wie man sieht, sie ist schon richtig schön dunkel, weil die benutze ich halt sehr, sehr oft. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich schon vorbereitet habe, damit ihr euch nicht langweilt. Und zwar werde ich unten in die Ofenhexe lege ich Hähnchen-Innenfilets. So sehen die aus. Die habe ich gestern schon gewürzt. Ich muss mal in meine Finger abdrücken. Die habe ich gestern schon mit dem Gewürz Fleischeslust gewürzt und über Nacht ziehen lassen. Wenn ihr das Gewürz nicht habt, dann nehmt ihr einfach was ich, Salz, Pfeffer, Paprika, Fleisch, Gewürz oder was ihr so habt. Dann habe ich hier zwei Paprika, eine rote und eine orange, die habe ich in so Stücke geschnitten. Dann habe ich Zuckerschoten 200 Gramm, die habe ich halbiert. Und die sind hier drin, die geben wir dazu. Eine Zwiebel und insgesamt vier mittelgroße Kartoffeln. Die schneiden wir jetzt in Spiralen. Damit ihr euch nicht langweilt, habe ich drei schon vorgeschnitten und die vierte zeige ich euch jetzt nochmal. Und dann wird das Ganze mit Käse überbacken, kommt in den Backofen und ja, dann haben wir ein leckeres, schnelles Gericht. So. Viele von euch haben sich ja den Gemüseschneider geholt und ich habe jetzt hier als Messer die Fusilli-Stärke eingesetzt. Ihr nehmt einfach eine geschälte Kartoffel oder eine Zwiebel oder eine dicke Möhre, eine Zucchini, die piekt ihr hier auf. Einmal draufstecken, runterdrücken. Wichtig ist, dass ihr oben und unten einmal kurz die Kartoffel gerade schneidet. Und dann könnt ihr ganz leicht, guck mal, wo der Auswurf ist, damit ihr das sehen könnt, ganz leicht ohne Druck, auch für Leute, die Probleme haben, vielleicht mit Rheuma oder so, einfach drehen. Das war's schon. Dann haben wir hier aus einer Kartoffel so viele Kartoffelspiralen. Die kommen jetzt dazu und das Endstück schneide ich natürlich auch auf. Das kommt natürlich auch dazu. Das, was so überbleibt, das schneide ich jetzt nochmal in dünne Scheiben und dann kommt das natürlich dazu. Das schmeißen wir ja nicht weg. So. Eine Zwiebel. Eine weiße, die drehen wir jetzt auch noch in Spiralen. Wieder auf, pieken unten, einmal runterdrücken, dass der packen kann und dann einfach drehen. Das war's. Auch da nehme ich das Endstückchen, schneide ich kurz in dünne Scheiben und dann kommt das da mit rein. Zu dem Gemüse gleich. Das Schöne ist bei dem Spiralschneider, ihr habt im Prinzip nur drei Teile. Ihr habt unten den Fuß, den spült ihr einmal ab und dann habt ihr das und habt hier drinnen nur das Messer. Drei Teile unter heißem Wasser halten, fertig. So, die Zwiebel geben wir zu dem Gemüse. Und da die Kartoffel natürlich viel Stärke verliert, wische ich das jetzt einmal hier trocken. Dann werden wir das schön in der Ofenhexe schichten. So. Jetzt würzen wir die Kartoffeln, weil wenn ich die schichte, dann kann der noch ein bisschen durchziehen und verliert dann auch noch ein bisschen Stärke. Dann habe ich nicht so viel Feuchtigkeit in der Auflaufform. Dazu nehme ich das Gewürz Fleischeslust. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Viele von euch haben das ja schon. Wenn ihr es nicht habt, auch da einfach nach eigenem Geschmack Salz, Pfeffer oder womit ihr gerne Kartoffeln würzt. An das Gemüse gebe ich Schlemmerkräuter. Da könnt ihr natürlich auch gefrieren getrocknete Kräuter geben. Da gebe ich jetzt drei Teelöffel dazu an Kräutern.
Hier gebe ich jetzt auf die Kartoffel gebe ich noch ein bisschen Paprika edelsüß. Dann hebe ich das einmal unter und dann gebe ich noch mal ein bisschen Gewürz, nicht Fleisch, nicht Fisch dazu. Weil wir mögen es halt gerne herzhaft, aber das ist ja halt immer, ja, wie jeder mag. So, jetzt gebe ich noch mal einen halben Teelöffel dazu. Dann haben wir anderthalb Teelöffel praktisch für die Kartoffel Gewürz. Dann mengt ihr das schön unter. Noch mal ein bisschen Paprika drauf. Und das Gemüse gebe ich sonst nichts, außer die Kräuter. So, jetzt werdet ihr sehen, jetzt ist noch keine Flüssigkeit da. Jetzt stelle ich es an die Seite und gleich werdet ihr sehen, dass ich dann da schon Flüssigkeit abgesetzt habe, die ihr dann schön ausdrücken drücken könnt und dann habt ihr nicht so viel Flüssigkeit da. Das Gemüse mit den Schlemmerkräutern würze ich auch, also hebe ich einmal unter. An Käse nehme ich heute zum Überbacken nur Emmentaler. Könnt ihr natürlich Gouda oder was ihr so gerne an Käse mögt. So. Und dann lege ich jetzt als erstes, gebe ich das Fleisch in die große Ofenhitze, die Filets. So ist das schön über Nacht durchgezogen. Aber ihr könnt es natürlich, wenn ihr jetzt nicht daran denkt und ihr wollt es jetzt nachkochen, könnt ihr natürlich das auch würzen und dann auch direkt benutzen. Muss man jetzt nicht zwingend über Nacht, aber dann ist es halt schön intensiv. So, verteilt da schön die Filets da drin. So. Die legt ihr als erstes aus. Dann gebe ich jetzt das Gemüse da drauf. Mit der Zwiebel. Ich muss mal eben unseren Scraper holen, damit ich hier Gewürze oder beziehungsweise die Kräuter komplett rauskriege. Da hat man mit dem Metalllöffel keine Schocks. Und hier seht ihr jetzt, da sieht die aus wie geleckt. Deswegen liebe ich auch die Scraper so. So, dann deckt ihr das Fleisch mit dem Gemüse erstmal ab. So sieht das jetzt aus. Und darauf kommt jetzt die Kartoffelschicht. Ich guck mal, was ich da an Flüssigkeit abgesetzt hat, ob da überhaupt was ist. Kommt auch immer auf die Kartoffelsorte an. Ne, da wir schnell genug sind, hat sich da noch nichts abgesetzt. Das heißt, ich kann jetzt die Kartoffeln hier als Haube drauf geben. Das mache ich jetzt mit meinen gespülten Fingern. Schön herbleiben. Die Mengen könnt ihr natürlich anpassen. Das ist jetzt für uns wieder für 2 Tage. Wenn ihr jetzt natürlich, also das heißt, das Gericht ist für 4 Personen. Wenn ihr jetzt natürlich mehrere seid, dann nehmt ihr einfach mehr, weil die Ofenhexe ist auch groß genug, dass ihr da mehr Fleisch, Gemüse und Kartoffeln reingeben könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 6 Personen seid. Oder 8 Personen. Das ist ja unsere größte Auflaufform. Die hat schon eine wunderbare Größe. So. So ist jetzt die Kartoffelhaube da drauf. Ich wasche mal eben meine Hände. Und da reiben wir jetzt den Emmentaler Käse mit der groben Maikoplänreibe noch drauf. Stelle ich die einfach gerade.
seht ihr so alles? Ja, da kann ich nämlich direkt da drüber jetzt reiben. Und dann backe ich das alles schön im Backofen mit Ober-Unterhitze bei 230 Grad. Wie lange, kann ich euch noch nicht sagen. Kann ich euch sagen, wenn ich es raushole. Schön mit Käse bedeckt ist. So. Meine schöne Käsekruste. Schaut mal. So sieht das jetzt aus. Hier ist noch ein bisschen Käse hintergefallen. Das kommt jetzt aufs untere Rost. In den vorgeheizten Backofen. Und wenn das fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, der Auflauf ist fertig und ich habe ihn gerade probiert, um zu gucken, ob es durchgebacken ist. Lecker. Ich zeige es euch mal, wie toll der aussieht. Lecker der aussieht. Da seht ihr auch, dass die Ecke fehlt, die ich gerade getestet habe. Es riecht wunderbar, ist richtig lecker. Das Fleisch ist schön saftig. Weil dadurch, dass es ja unten lag, hat es auch schön Unterhitze bekommen noch. Und der Käse ist goldig, die Kartoffeln sind richtig schön, ja, wie so eine Kartoffelhaube sein soll. Ist sehr, sehr, sehr lecker. Ich hoffe, dass euch mein Rezept gefällt und dass ihr es mal nachbackt, nachkocht. Und es ist wirklich ganz schnell und einfach gemacht. Da, ihr wisst ja, meine Kunden kriegen ja immer Geschenke von mir. Ein Rezeptband oder wenn sie das schon haben, Kräuter, Gewürze. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, okay, viele von euch haben wirklich schon so oft, worüber ich mich freue und vielen, vielen Dank dafür, über meinen Shop bestellt. Und eine Kollegin von mir hat mit noch zwei Kolleginnen ein kleines Rezeptband rausgebracht und war so lieb und hat mir einige Exemplare davon verkauft, sodass ich sie euch schenken kann. Und das heißt, mein Geschenk an Sie ist ein wunderschönes kleines Rezeptband mit Rezepten, aus der Stoneware, teilweise mit dem Thermomix, aber natürlich teilweise auch ohne. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich doch mal für euch wieder eine Geschenkeaktion, weil ihr freut euch ja immer, das weiß ich. Von daher bekommt jeder von euch, der ab heute bis Ende des Monats, also bis Ende Juni, über meinen Onlineshop bestellt, dieses Rezeptband geschenkt. Als Geschenke, Gastgeschenke in diesem Monat gibt es von Pampered Chef ab 85 Euro Bestellwert. Bitte daran denken, natürlich zählen nicht die Versandkosten dazu. Gibt es einmal meinen geliebten Gemüseschäler. Ich finde, den kann man nie genug haben, selbst wenn man den schon einmal hatte. Das ist ja nun mal ein Messerchen, das nutzt sich auch ab. Also ich würde den wählen, aber man hat auch noch die Möglichkeit, den großen Holzgrillschaber, den kann ich euch gerade nicht zeigen, weil er verliehen wurde an eine Beraterin von mir, für den Holz oder für den Grill draußen, womit man den sauber machen kann. Die beiden Geschenke kann man dann wählen. Wie gesagt, das Rezeptbuch bekommt ihr von mir geschenkt in diesem Monat. Und einfach am Ende in meinem Shop kommt am Ende der Bestellung ein Bemerkungsfeld, wo ihr mir eine Nachricht schicken könnt. Und die lese ich natürlich auch immer ganz lieb. Und da tragt ihr einfach ein, ob ihr den Gemüseschäler haben wollt oder den Holzgrill. Spatel zum Grill sauber machen. Und noch ein Hinweis, ich bin im letzten Jahr so oft gefragt worden, Judith, wann machst du mal wieder eine Grillshow bei dir mit den Grillsteinen und habe dann im letzten Jahr es wirklich zeitlich nicht geschafft und hatte jetzt schon vor 3 Wochen den Termin bekannt gegeben über Facebook und über Instagram und auch in meiner Rezept-WhatsApp-Gruppe. Leider ist die Resonanz bis jetzt gleich null. Ich bin etwas überrascht, weil, wie gesagt, ich ganz oft danach gefragt wurde. Aber vielleicht möchte der eine oder andere von euch daran teilnehmen. Und zwar ist die Grillshow bei mir in Keveler Winnikendonk am 6.7. um 14 Uhr. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, schreibt mir einfach eine Nachricht, eine E-Mail oder ruft mich an. Weil wenn natürlich nicht genug Anmeldungen da sind, dann findet die nicht statt. Ja, ich sag mal, bis zum nächsten Film. Denkt daran, unterm Film in der Infobox werde ich alles nochmal einstellen. Alle Links, Gewürze, mein Shop für die Geschenke. Denkt daran, welches Geschenk. Wenn ihr keins angebt, werde ich für euch den Gemüseschäler wählen.
Und wie gesagt, jeder bekommt in diesem Monat von mir das Rezeptband geschenkt. Ich hoffe, dass ich euch damit eine Freude machen kann, weil die Anzahl, die ich gekauft habe, ist auch nur begrenzt. Von daher kann ich das nicht als Dauerbeigabe geben, aber ich habe gedacht, in diesem Monat mache ich das. Lasst es euch gut gehen, genießt die Sonne und bis zum nächsten Film, eure Judith. Tschüss, ihr Lieben.